Du hast gelernt, nach Antworten zu suchen. Doch das Wichtigste, das hast du verlernt. Guten Morgen, ihr Lebensoptimierer. Fragen. Das klingt trivial, aber du ignorierst dieses Potenzial täglich. Und damit stehst du nicht alleine da. Ich stelle dir heute die vier Fragen vor, die fortan dein Leben bestimmen könnten und dich explosionsartig in ein bewusstes Leben katapultieren. Als Kind hast du eine Unmenge an Fragen gestellt, um dich immer weiter zu entwickeln. Je nachdem, wie deine Eltern drauf sind, haben sie dich weiter ermutigt, Fragen zu stellen oder eben nicht. Spätestens jedoch in der Schule wurde dir abtrainiert, alles zu hinterfragen. Du musstest reproduzieren, um deine soziale Anerkennung bei Familie und bei Mitschülern, bei Lehrern, ja, zu erhöhen oder überhaupt erst zu bekommen, was dazu führt, dass wir immer weniger unseren eigenen Weg gehen konnten, da wir standardisierte Antworten lernen mussten. Wann begann der 30-jährige Krieg? 16, 18, weiß ich noch sofort. Ja und? Da wir, haben wir unsere produktivste Lebenszeit vergeudet, für zu wissen, wann der 30-jährige Krieg begonnen hat? Warum haben wir stattdessen nicht gefragt, wie wir einen Partner fürs Leben finden oder wie wir die Arbeit finden können, die uns glücklich macht. Oder von mir aus, wie man sich selbstständig macht und seine Talente zum Wohl aller einsetzt. Oder zum Wohl von sich selbst. Wie auch immer. Fragen. Es geht also auch darum, die richtigen Fragen zu stellen, als die Fragen der Gesellschaft, an die wir uns anpassen mussten. Doch du bist anders als ich und es ist absolut normal, dass dich andere Fragen interessieren als mich. Es gibt keine standardisierten Fragen und es ist ebenfalls vollkommen legitim, dass du andere Antworten als ich akzeptierst. Mit der Schule haben wir aber alle gemeinsam unser wichtigstes Werkzeug verloren, um unser Leben zu optimieren und ein zufriedeneres und erfülltes Leben zu führen. Klar, wir stellen nach wie vor Fragen. Wir fragen nach der Uhrzeit und welche Geschenke zum Geburtstag verteilt werden sollen und wir fragen ständig irgendwelche Leute, na, wie geht's? Aber die wichtigsten Fragen für das eigene Leben, die stellen wir uns nicht mehr. Und da gibt es zwei Kategorien, die sehr wichtig sind. Das sind einmal die komplexen Lebensfragen und dann gibt es die naiven, so möchte ich sie einfach mal nennen, Lebensfragen. Es ist ungemein wichtig für dich, in beiden Bereichen dich zu betonen. Die komplexen Lebensfragen sind die Fragen, die dich immer tiefer in einen Lebensbereich eintauchen lassen. Also zum Beispiel Fragen innerhalb der Beziehung, indem du dir fragst, welche Struktur wünschst du dir innerhalb dieser Beziehung, was kannst du der Beziehung geben und so weiter. Die naiven Lebensfragen sind Fragen, die du dir eigentlich nie stellst, weil sie zu naiv sind, weil du nie gelernt hast, grundsätzliche Dinge zu hinterfragen, nachdem du Kind gewesen bist. Also Fragen wie, warum arbeite ich? Warum brauche ich eine Wohnung? Warum esse ich? Und für beide Segmente gibt es vier grundsätzliche Fragen, die ich dir hier heute vorstellen möchte. Vorher möchte ich dir gerne noch ein Bild zeichnen. Stell dir vor, du stehst vor einem Berg und du überlegst, wie kann ich diesen Berg am besten überwinden? Wie besteigst du ihn am effektivsten? Dann gehen dir viele Möglichkeiten durch den Kopf und du nimmst die Möglichkeit, die deiner Meinung nach die beste Möglichkeit ist. Du bist recht zufrieden mit der Auswahl, weil du nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hast. Kann dir keiner einen Vorwurf machen. Aber hast du das wirklich? Nein, ganz klares Nein. Denn du hast vergessen, die allerwichtigste Frage zu stellen. Und das ist die Frage Nummer 1. Und die ist, warum? Warum willst du überhaupt den Berg besteigen? So trivial wie die Frage ist, es ist aber unfassbar erschreckend, wie viele Menschen gar nicht wissen, warum sie etwas tun. Oft ist es einfach nur von außen, also der Familie oder der Gesellschaft auferlegt. Gerade wenn es um die Arbeit oder die Beziehung als solches geht, da wissen viele gar nicht, warum sie handeln, wie sie handeln. Warum habe ich verdammt nochmal 15 Jahre damit verbracht, viel Geld anzuhäufen? Das war mit Sicherheit nicht mein Wunsch. Denn mein Innerstes sagt eindeutig, wenn ich es gefragt hätte, warum, dass ich das nie wollte. Aber trotzdem habe ich es gemacht. Ich wollte schon immer zufrieden sein. Das war mein größtes Ziel. Und mich mit Menschen umgeben, die ich liebe und für die ich Zeit habe und die Zeit für mich haben. Warum? Warum?
Die erste entscheidende Frage, warum? Egal ob kompliziert oder naiv, frag dich immer, warum tust du etwas, bevor du das effektiv oder effektiver gestalten willst. Wenn du früher aufstehst, ist die erste Frage, die du dir stellen solltest, warum stehe ich auf? Möchtest du das wirklich? Oder signalisiert dein Körper, dass du das nicht willst? Gibt es andere wichtige Gründe, die dafür sprechen könnten, aufzustehen? Das muss auch jeder für sich selber dann durcharbeiten. Aber man muss sich fragen. Frage dich diese Frage wirklich einmal. Du wirst sehen, da passiert was mit dir, was du vorher nicht so gedacht hast. Die zweite Frage, die du alternativ oder ergänzend zur ersten Frage stellen kannst, ist, warum nicht? Warum sollte ich nicht einfach aufstehen? Oder warum sollte ich nicht einfach aus dem Fenster schreien, wie gut es mir geht? Oder warum sollte ich nicht dieses neue Jobangebot ausprobieren? Warum sollte ich nicht mit diesem Menschen, der gerade sich geoutet hat, dass er mich liebt, mal eine Beziehung eingehen? Einfach fragen und dann beantworten. Egal wie trivial oder auch wie kompliziert eine Frage für dich erscheint. Bei komplexen Fragen kann man dann auch immer mehr in die Tiefe gehen. Warum lebe ich? Oder warum bringe ich mich nicht einfach um? So, dann würde ich antworten, ich sterbe sowieso in ein paar Jahrzehnten und fühle mich eigentlich sehr gut. Ich bin gespannt. Handwechseln, ach nee, das wird nichts mit. Ich habe nämlich gerade kein Stativ. Also ich bin gespannt, was das Leben noch bringt und freue mich jeden Tag eigentlich auf das Leben. Bei diesen Antworten realisiert man dann plötzlich erstens, dass das Leben endlich ist und man sofort ein Stück dankbarer ist und zum Zweiten ist das Gefühl von Freude präsent. Man hat es ja gerade verbalisiert, ich freue mich eigentlich. Und alles gelingt dann auch leichter, der Alltag. Man kann natürlich noch weiter und immer weiter tiefer reingehen. Was erfreut mich denn am Leben am meisten? Warum freue ich mich darauf? Und dann kann ich antworten, die Menschen. Und weiter fragen, wie sind Kind, warum? Oder was kann ich damit tun, damit ich mehr Menschen in meinem Leben habe? Häufiger raus aus der Wohnung gehen, ehrenamtlich arbeiten oder übers Internet Freundschaften aufbauen. Welche Vereine gibt es in meiner Umgebung, wo ich ehrenamtlich arbeiten könnte, wäre dann sozusagen eine nächste Frage. Was liegt mir und so weiter. Also egal, ob einfach, dass du dir eine einfache Frage stellst oder wenn du in die Tiefe gehst, frag dich mehrmals pro Tag, warum du etwas tust oder warum du etwas nicht tust. Am besten Timer am Handy 5-mal dich am Tag erinnern lassen, mit dieser Frage, warum du gerade das tust, was du tust. Die dritte Frage ist, die anschließend an die Warum-Fragen kommt, die Frage nach Alternativen und die Frage nach Szenarios. Die Frage ist, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich heute liegen bleiben würde? Was wäre, wenn ich wirklich die nächste Zeit mich einfach unter Menschen stürzen würde? Was wäre, wenn ich meinen Traum leben würde? Was wäre, wenn ich scheitere? Was wäre, wenn ich es schaffen würde, mir täglich bewusst viele dieser Fragen zu stellen? Imaginiere und male Zukunftsbilder, ausgehend von der Frage, was wäre, wenn? Es erscheinen plötzlich neue Gedanken und neue Zukunftsalternativen, die du in einem Alltag ohne diese Fragen ausblendest und daher niemals Realität werden können. Jeder kennt das Statement von vielen Menschen. Vegan? Das könnte ich nicht. Wenn derjenige sich mal fragen würde, was wäre, wenn ich vegan wäre, würde er realisieren, dass er viel weniger Leid verursacht und gesünder lebt und dieses Bild hätte er im Kopf. Dann entsteht plötzlich ein Möglichkeitenspektrum. Man kann schwer etwas erreichen, was man als unmöglich betrachtet. Es ist möglich, aber dann eigentlich nur, wenn die Umwelt das für dich regelt. Alleine der Gedanke daran, gesund zu werden oder verliebt zu sein, erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür. Daher ist es so wichtig, die Frage, was wäre wenn, zu stellen. Die vierte Frage ist die Frage, wie? Wie könnte ich etwas erreichen? Das unterstützt zum einen auch wieder die Tatsache, dass man etwas visualisiert, auch den Weg zu dem Ziel und es unterstützt die Realisierbarkeit, da man verschiedene Wege zur Auswahl hat und selektiert anhand seines Wissens und seiner Erfahrungen. Weiterhin kann die Frage nach dem Wie und den Alternativen mit den Fragen, was wäre wenn und warum, auch wieder kombiniert werden und weitere interessante, neue und vor allem Gedanken, die einem
Dinge ermöglichen, die man vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt hat, entstehen. Sowas nennt man dann Kreativität. Und Kreativität schützt nicht nur vor Alzheimer, wie in meinem Video, und geistiger Degeneration, sondern sorgt auch dafür, dass das Leben unglaublich an Qualität und Spannung gewinnt. Da man gewohnte Pfade verlässt und voller Forscherdrang in den Dschungel des Lebens einsteigt. Ich kenne viele Menschen, die reisen um die Welt, um Neues zu erleben, und das ist wie so eine Sucht. Exakt dieselben tollen Gefühle können bei Ihnen im Gehirn gemessen werden, wenn Sie sich mehr Fragen stellen würden und Szenarien durchleben. Wie wäre es, wenn ich in Afrika wäre? Mittlerweile trainieren einige Leistungssportler genauso mental. Gerade in technischen Sportarten wie Tischtennis und auch Fußball werden besondere Schläge oder Tricks immer wieder im Geiste imaginiert und damit trainiert. Und tatsächlich kann man dadurch seine Leistungen steigern. Ich habe dazu schon mal ein sehr, sehr interessantes Buch rezensiert. Ich versuche dran zu denken, dir das mal unten zu verlinken. Das nennt sich, glaube ich, mentales Training direkt. Und ja, also das sind die 4 Kernfragen für ein bewussteres und ein besseres Leben. Ich bin mir sicher, wenn du das wirklich in deinem Leben anwendest, dann wirst du schon alleine durch die Fragen dein Leben ganz anders und viel bewusster wahrnehmen. Ungeahnte Möglichkeiten werden sich auftun und dein Leben wird einen ganz anderen, für dich viel, viel passenderen Verlauf nehmen. Fang an zu fragen. Sei wieder Kind und entdecke die Welt. Dein Samu.